Durch diesen genialen Trick putzen sich deine Fenster fast von ganz alleine. Wie er funktioniert und was du dabei unbedingt beachten musst, zeige ich dir in diesem kurzen Video. Denn tatsächlich ist dieser Trick eher unbekannt, obwohl er wirklich sehr simpel ist. Doch er funktioniert nur bei solchen Dachfenstern. So wie du bei mir sehen kannst, ist mein schon ziemlich stark verschmutzt. Man sieht es durch die Kamera nicht unbedingt sehr stark, aber wenn wir so aufs Fenster gucken, ist es wirklich schon sehr schmutzig. Dieser Trick funktioniert allerdings nur, wenn es regnet. Wenn es regnet, solltest du dir nämlich dafür etwas Spülmittel schnappen, das Fenster einmal öffnen und am oberen Ende des Fensters etwas von dem Spülmittel verteilen. Eine dünne Linie über die gesamte Länge des Fensters reicht hierbei aus. Sobald du dieses hier verteilt hast, solltest du das Fenster wieder schließen. Und jetzt musst du nur warten. Denn durch die Inhaltsstoffe im Spülmittel werden sämtliche Verschmutzung gelöst und der Regen sorgt dafür, dass hier alles runtergespült wird. Nach einiger Zeit kannst du sehen, wie das Spülmittel langsam immer weiter das Fenster herunterläuft und dabei das Fenster von selber reinigt. Je stärker es regnet, desto besser funktioniert dieser Trick eben, da dadurch mehr Druck aufgebaut wird und das Ganze schneller abfließen kann. Was du dann am Ende hast, ist wirklich ein komplett sauberes Fenster, zumindest von außen. Von innen musst du natürlich trotzdem noch etwas putzen, aber von außen wird es durch diese Methode wirklich schnell und einfach wieder sauber. Wenn du jetzt gerne noch einen genialen Trick hättest, wie du auch deine normalen Fenster streifenfrei und schnell sauber machen kannst, dann klicke unbedingt auf das Video, welches du jetzt im Bildschirm siehst, denn dort zeige ich dir einen wirklich genialen Trick.